So. So, was will denn der Dulli von mir? Herzschlag unregelmäßig, psychisches Trauma, Empfehlung, Regressionstherapie, Bettruhe. Kommt nicht in Frage, mir geht's gut, ich bin kerngesund. Leugnung, erhöhter Stress. Jedi, bitte ignoriert den Droiden. Das ist nur eine Routineuntersuchung. Ich bin General Konlad. Ich habe früher die republikanischen Truppen auf Belsavis kommandiert. Dann haben sie mich hierher geschickt. Angeblich verkrafte ich das alles nicht mehr. Puh. Schuld an allem sind nur die Schreckensmeister. Sith, die ganze Armeen in Furcht versetzen. Ihre Truppen kamen nach Belsavis, aber mir haben sie keine Angst eingejagt. Die Republik hat hart gekämpft, um Belsavis zu halten. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein paar Sith alles ruinieren. Ihr habt recht. Und im Gegensatz zu mir könnt ihr etwas unternehmen. Der Albtraum entfaltet sich auf Belsavis in Sektion X. Da hatten wir die Schreckensmeister eingesperrt, bis die Imperialen sie rausgeholt haben. Jetzt wüten die Diener der Schreckensmeister in Sektion X und ich stecke hier bei diesem Quacksalber-Droiden fest. Wenn ihr diese schreckliche Armee nicht aufhalten könnt, kann es niemand. Was immer die Schreckensmeister treiben, wir werden sie aufhalten. Hörst du das, Doc? Dann hatte dieser Posten also doch was Gutes an sich. Die Armee der Schreckensmeister wütet in Sektion X. Geht nach Belsavis und helft unseren Leuten, sie zu besiegen. Major Andron wird euch einweisen. Er ist ein guter Soldat, auch wenn er mich den Psychodoktoren gemeldet hat. Ich habe die nächste gelbe Quest bekommen. Schön. Und ich glaube nicht, dass das die letzte hier war, die ich bekommen habe. Revans Schatten. Warte mal, Logbuch. Shadow of Revan, hab ich doch. Sprich mit der in der Flotte. Nee, das machen wir jetzt noch nicht. Flashpoint Taral 5, nein. Flashpoint Kaon, der Was? Kaon wird belagert. Was ist denn hier los? Wieso sind hier so viele Flashpoints auf einmal? Jedi, mein Name wir ist. Wir waren schon die ganze Zeit da. Mein Boss muss mit euch sprechen. Ich habe sie nur immer nicht angenommen, weil wir ja was anderes haben. Gebt mir eine Sekunde, um eine sichere Verbindung zu Also, du findest auf der, auf der Flotte sicherlich noch 20, 30 Quests, die du annehmen kannst. SED der Republik. Ich habe mir eure Akte angeschaut. Ich bin mächtig beeindruckt. Ihr habt dem Imperator Auge in Auge gegenübergestanden. Genauso jemanden brauche ich für diese Aufgabe. Ja, das sind alles. Mein Orden hat geschworen, die Republik zu verteidigen. Haben überhaupt nichts mit der reellen Geschichte zu tun. Dieses Mal ist die Bedrohung eine etwas andere. Wir glauben nicht, dass das Imperium involviert ist. Habt ihr von der Tion-Hegemonie gehört? Ein unabhängiger Sektor entlang der wichtigsten Handelsrouten im Hyperraum. Wohlhabend, mächtig und stur. Wir versuchen seit Jahren, eine Allianz mit ihnen zu schließen. Das Imperium genauso. Keiner konnte große Fortschritte verzeichnen. Unsere letzten Kämpfe gegen das Imperium haben beide Seiten viele Ressourcen gekostet. Die Tion-Hegemonie ist wertvoller als je zuvor. Wenn ihr jemanden braucht, der einen Vertrag aushandelt, sucht ihr besser woanders. Verhandlungen waren der ursprüngliche Plan. Aber die Sache ist aus dem Ruder gelaufen. Komplett. Wir haben eine Reihe geheimer Übertragungen abgefangen. Die Tion-Hegemonie steckt in Schwierigkeiten. Ihre Welten werden von Rakkulen überrannt. Wenn wir nichts dagegen tun, wird die Rakkul-Plage zur Katastrophe. Milliarden werden sich infizieren. Das würde die Auslöschung alles zivilisierten Lebens auf dem Planeten bedeuten. Die Rakkul-Plage war jahrhundertelang auf einen einzigen Planeten beschränkt. Wir müssen herausfinden, wie sie auf andere Planeten gelangen konnten. Der Ausbruch muss eingedämmt werden. Das ist eine delikate Situation. Wir haben immer noch nicht alle Einzelheiten und die Tion-Königsfamilie schweigt sich aus. Wir müssen uns persönlich treffen, um das weitere Vorgehen zu bereden. Whisper gibt euch die Koordinaten meines Schiffs. Rannos Ende. Hier sind die Koordinaten vom Boss. Er erwartet euch. Und wenn das so übel ist, wie es wirkt, solltet ihr euch besser beeilen. Ja.
Händlerin der hellen Seite. Ich freue mich immer über Kundschaft. Kann ich euch behilflich sein? Festungsabzeichen Jedi Akademie. Nee. Seht euch ruhig um. Der Gebrauch des Lichtschwerts ist Kunst und Wissenschaft zugleich. Wir können jederzeit zusammen üben. Okay, ich habe 3 gelbe fucking Quests. Ist noch die hier und dann kann ich zum Raumschiff. Jetzt können wir jetzt aber alles mal zur Flotte. Was ist das hier denn? Aufstand, Veteranenmodus. Nee. Meine Ergebnisse waren nicht ideal. Für dieses Versagen gibt es keine Entschuldigung. Okay, hier unten gibt es dann nichts mehr. Gut. Boah. Sicherheitstoken interessieren mich gerade null. Was haben wir hier bekommen? Kappe der Effizienz von Systech. Mache ich das mit diesen hässlichen Kisten hier? Zeug. Verschlossen Vorratskisten. An Vermächtnis gebunden. Eine verschlossene Kiste mit unverfolgbaren Vorräten. Und Kontaktinformationen verschiedener direkter Zulieferer. Bring diese Kiste zu Hylophys, um das Unterwelt-Logistiknetzwerk deiner Allianz. Star Wars The Old Republic. Was sind alles, was für Vorratskisten? Einfach verschlossene Vorratskisten. Verschlossene Vorratskisten öffnen. Oh, gut. Ich würde das gerne auf Deutsch haben. So, was steht denn hier? Blabla, und jetzt kann ich. Ich bringe jetzt mal die böse Farbe auf. Du hast aber Advanced Cybertech gekauft, oder? Weil sonst kann es keine Sachen über 40 rekonstruieren. Blablabla. Eigentlich gibt es keinen Grund, warum einige Dinge, wie zum Beispiel der Briefkasten oder die Bank ab und an nicht funktionieren sollten. Blabla. Okay, hey Leute, das hat ehrlich gesagt zu denken gegeben. Ich frage mich jetzt auch, welchen Sinn der Allianzaufbau hat, außer neue bzw. alte Rüstung auf die auf neu gemacht sind und die es nicht mehr gibt zu bekommen oder Gefährtengeschenke zu bekommen. Ich meine, hat der Status, den Rang der verschiedenen Allianzpartner irgendeinen entscheidenden Einfluss? Also bis jetzt gibt es, wenn die Spezialität auf 10 sind, einen recht kräftigen Buff in den H2SF und für die Level 20 einen Gleiter. Also muss man eine Allianz öffnen, um die Dinger nutzen zu können, oder wie? Kann ich mir gut vorstellen. Steht hier irgendwo was mit Allianz? Na. Nur was mit Gilde. Das kann doch keine Allianz sein, oder? Und das ist eigentlich was anderes. Aktivitäten, Kapitel, Ruhm, Versteck, Missionsverbuch, Gefährten, Festung, Crew-Fähigkeiten, Gefechtsgeschick, Fähigkeit, Inventar, Charakter, Anmelde, Season-Belohnung. Was war denn das? Ach, das war das.
Sternkarte, Weltkarte, Codex, Sozialfenster, Freunde, Gilde, Emotes. Sozialfenster ist das mit Freunden. Stimmt, warte mal. Missgefährten, Kontakte, Festung. Privatgilde, Schlüsselbund. Hä? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ach da. Hab ihn doch. Meine Güte. Machen wir das erstmal so. Irgendwie kapiere ich das mit den Allianzen nicht. Das ist mir ein bisschen zu hoch. Da muss ich mich echt mal reinlesen. Weil ich würde schon gerne wissen, was in den Kisten drin ist. Wenn die verschlossen sind, kann es ja nur guter Stuff sein. Und ich krieg halt wirklich nur noch den Scheiß aus den Helden plus 2 Missionen. Sonst bekomme ich da nichts mehr raus. Und ich überlege auch, wie lange ich heute mache. Ich wollte eigentlich noch vielleicht auf dem Minecraft-Server ein bisschen was vorbereiten gehen. Wäre halt angebracht irgendwie. Oh, was ist denn? Oh, Missionskonsole, was ist denn hier los? Da gibt's einfach mal einen Gleiter. Warnung, durch den Beginn dieser Mission werden automatisch alle vorherigen Story-Missionen abgeschlossen, wobei für alle noch offenen Entscheidungen die Standardeinstellung verwendet werden. Okay, Osus mache ich nicht. Spoilerwarnung, aufgrund von Spoilern in dieser Missionsreihe kann es ratsam sein, zuerst Knights of the Fallen Empire und Knight of the Eternal Thrones abzuschließen. Die zwei Missionen mache ich definitiv noch nicht und die klicke ich auch nicht an. Warum ich frag mal anders, was ich... möchtest du denn machen? Ich habe ja noch so Haufen viele lilane Quests. Ja, Dito. Na, ich würde jetzt erstmal mit dem Holoterminal interagieren. Gucken, wo uns das hintreibt. Okay. Geht auch wieder. General, das Todessiegel wurde zerstört. Ich weiß, was mit Meister Orgus geschehen ist. Darth Angern hat Orgus Hinrichtung im Holonetz ausgestrahlt. Er ließ die Leiche einfach im Weltraum schweben. Eine republikanische Fähre hat seine sterblichen Überreste gerade vom Rand des Alderaan-Systems abgeholt. Es tut mir leid. Wow. Orgus hat mir alles beigebracht, was ich über das Leben eines Jedi weiß. Darth Angern hat keine Ahnung, was er damit auf sich gezogen hat. Euer Meister ist tot, aber er hat uns ein Geschenk hinterlassen. Irgendwie ist es ihm gelungen, an Angrals Kreuzer unbemerkt einen Peilsender anzubringen. Jedes Mal, wenn Angrals Schiff den Hyperraum verlässt, wissen wir jetzt, wo er sich befindet. Orgus hat ihn überlistet. Eine brillante Strategie. Aber musste denn so viel dafür geopfert werden? Er hat das Opfer erbracht, um es anderen zu ersparen. Moment, da kommt gerade ein Bericht durch. Angral ist in Bewegung. Wir haben gerade das Signal des Peilsenders aus dem Ufades-System empfangen. Diese Agrarwelt produziert fast die Hälfte der Nahrung für Coruscant. Ich habe die Flotte alarmiert. Aber ihr seid näher dran. Mein Schiff ist nicht dafür ausgerüstet, mit einem Schlachtkreuzer zu kämpfen. Aber ich denke mir schon was aus. Wenn die Nahrungsproduktion auf Ufades zusammenbricht, wäre das ein böser Schlag für die Republik. Ein einzelnes Kriegsschiff kann doch nicht alles vernichten. Sag das mal den Leuten auf Thais. Was ist heute schon wieder los? Koordinaten von Ufades werden übermittelt. Viel Erfolg. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht häufig gehört bei dir. Oh, wow. Ich darf mir ein Lichtschwert aussuchen. Wahrscheinlich zwischen schlecht und schlechter. Nicht aufgerüstet, Schaden 95 bis 142 tatsächlich.
Jetzt ist die Frage, was macht das Ding, wenn ich es aufrüste? Ich behalte das Lichtschwert einfach mal. Das nächste Mal auf der Flotte rüste ich das auf. Kann ja nur besser werden. Oder schlechter. Aber meins hat so ein feuriges Schniebelding am Ende. Das gefällt mir. Okay, Logbuch. Prades. Klasse, die jetzt gerade gemacht wird. So, also Klasse habe ich jetzt Ubrades auf diesem kommenden Schiff. Oh. Ja. Ja, das ist das, was ich jetzt mache. Ich mache wirklich erstmal die Klassen-Quests jetzt oder Missionen erstmal. Okay. Oh, 150 Credits kostet mich das. Nee, ich bin eine Sau. Allein nur 150. Corellia kam. Was? Nach Corellia, was 5000 gekostet hat? Das war dein unnötiger Abstecher, wo es nichts gab. Ach, stimmt, dieser komische Planet dort da. Ach, jetzt hab ich den Chase T7 auf eine Enza-Mission geschickt, ey, Mann. So. Ja. Hä? Ich komme hier. Darko? Ja? Bei mir ist das Ding hier rot. Was rot? Dir ist der Zutritt zu dieser Phase momentan nicht gestattet. Was will ich öffnen? Oh. Da steht auch da, benutze das Intercom deines Schiffs. Ah, okay. Wer gucken kann, ist klar ein Foto. Ey, die haben gesagt, ich soll da hinten, deswegen bin ich da hinten. Boah, Alter. Kira hätte mich auch mal darauf hinweisen können. Meine Zunge will sie im Mund haben, aber mich auf sowas darauf hinweisen macht's nett. Das merke ich mir fürs nächste Mal. Keine Spur von Darth Angral, aber Ufrades. Ich war einmal mit Meisterin Kiwix dort. Es war alles so grün. Empfange eure Sensorendaten. Bitte warten. Das ist sowieso jetzt aufgebaut, den Flashpoint. Was konnte so etwas anrichten? Der Schaden passt zu den Entwürfen, die wir auf Ord Mantell sichergestellt haben. Die Verwüsterwaffe. Angral hat den Planetenfänger in etwas Schreckliches verwandelt. Der Verwüster bedient sich all unserer fortschrittlichsten Kriegstechnologien. Angrals Sohn war ein Genie. Ufrades hatte Millionen von Einwohnern. Ganze Kontinente voller Ackerland. Alles Leben wurde ausgelöscht. Das Ausmaß dieser Tat ist unvorstellbar. Ich empfange eine Notfallübertragung. Sehr schwach. Sie stammt von der anderen Seite des Planeten. Republikanische Schiff, hört ihr mich? Hier ist das Lazarettschiff Daybreaker. Wir werden angegriffen. Imperiale Kommandos haben uns geentert. Wir brauchen Hilfe. Das ist eins von unseren Schiffen. Vielleicht weiß die Crew, was hier passiert ist. Heute sterben keine Republikaner mehr. Kira geht auf Abfangkurs. Schon erledigt. Haltet euch gut fest. Ja. Der Planet hat was Geiles an sich. Das ist bestimmt immer schön warm, da gibt es keinen Winter mehr. Wann du bist zum Planeten hingeflogen? Ja, zu so einem roten, feurigen Planeten, ne? Bin ich jetzt. Erreiche die Brücke. Stopp. Welche? Ich bin auf Ubrades, ne? Der Planet ist zerstört.
Ja, genau, aber ich dachte, du wärst wirklich auf Upradis. Da würde ich gerne sein jetzt, ne? Es ist bestimmt schön warm dort. Was ist das? Das ist wohl, glaube ich, der einzige. Alter, Ende. Jetzt reicht's aber mal. Das kann doch nicht sein. Jetzt in der letzten Stunde sind so oft welche hier lang gebrettert, das geht doch gar nicht mehr. Ach, ich muss hier erstmal durchrennen, wo gekämpft wird. Na dann, kämpf mal mit. Nicht von dort. Kira, bist du eigentlich noch Schaden? Ja, was frage ich. Ich sehe einfach nur, wie Leute hier oben fallen. Alles klar. Geht ab wie Spitzkatze hier. Und das hier. Cool, ich hab was angeklickt. Ja. Was geht aber nicht wahrscheinlich? Ja, dann ist das diese komische Konsole an der Tür. Ja, genau. Da lang? Nee. Da lang? Nee, hä? Wo muss ich denn jetzt lang? Oh. Ja. Kann ich den Gleiter benutzen? Natürlich nicht. Typen zum Reden. Und das? Sprengsätze. Ich darf was in die Luft jagen. Hey, das Lichtschild sieht geil aus. Eine lila Doppelklinge. Hat wer? Hat mir so ein Typ sie. Die sieht aber echt irgendwie geil aus. Ein Gegner oder ein Spieler? Gegner. Ja. So ein Ziff. Moment. Zwei. Da noch. Jetzt komme ich dort lang. Ah. Hallo? Tür? Ach, ich muss sie anklicken. Oh, okay. Kira, hier werde ich dich wieder auf Heilung stellen. Ah!
Okay. Drei noch, das sind dann die hier. So, der war schnell da unten. Das war der letzte Imperiale. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Und Typ C erlebt keine Minute zu früh. Lichtschwert. Oh, hab doch gesagt, der ist schnell da unten gegangen. Ich kann immer noch nicht glauben, was hätte auch auf jeden anderen zutreffen können. Als wir ankamen, hat ein imperiales Kriegsschiff den Planeten angegriffen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Uphrades war in einem Energiefeld gefangen. Ein paar Raumschiffe wollten fliehen, aber ihre Triebwerke versagten, bevor sie die Atmosphäre verlassen konnten. Niemand ist entkommen. Jedes Schiff, das fliehen wollte, ist abgestürzt. Der Feind wollte sicher gehen, dass niemand überlebt. Wir wollten fliehen, aber imperiale Enterkapseln haben uns überholt. Ich sah, wie die Atmosphäre auf Uphrades Feuer fing. Ein schrecklicher Anblick. Die Flammen haben den ganzen Planeten verschlungen. Binnen Sekunden war alles nur noch Rauch und Asche. Was ist mit dem imperialen Kriegsschiff passiert? Es ist in den Hyperraum gesprungen. Keine Ahnung, wo es jetzt ist. Captain, seht euch das an. Unsere Sensoren haben schwache Lebenszeichen auf der Planetenoberfläche entdeckt. Womöglich Überlebende. Jeder auf diesem Planeten ist dem Tod geweiht. Wenn wir dort landen, können wir sie mit Lebensmitteln, Wasser, Medizin und Unterkünften versorgen. Das ist unsere Pflicht. Das Energiefeld, das Uphrades umgibt, wird eure Triebwerke zerstören. Ihr werdet nicht mehr abheben können. Wir können die Überlebenden nicht im Stich lassen. Wir sind die letzte Hoffnung, die diese Leute noch haben. Jede Sekunde zählt. Bitte, auf euch wird er hören. Redet mit ihm. Es ist nicht so, dass ich nicht helfen will. Aber ich habe eine Familie, an die ich denken muss. Dieses Schiff verfügt über kampftaugliche Coltopacks, Kampfaufputschmittel, alles, was ihr wollt. Okay. Redet ihr diesen Unsinn aus und ihr dürft euch an unseren Vorräten bedienen. Ich habe die stärksten Lebenszeichen lokalisiert. Wir können sofort landen. Ich warte wieder auf dem Schiff. Leistet Hilfe, wo ihr nur könnt. Ich verspreche euch, dass man euch dort unten nicht im Stich lässt. Das ist Wahnsinn. Ich nehme eine Rettungskapsel, um dieses Irrenhaus zu verlassen. Meine Crew kommt auch ohne ihn klar. Ihr habt das Richtige getan. Vielen Dank. Ich übertrage unsere Sensoren-Logbücher auf euer Schiff. Bitte gebt sie dem republikanischen Oberkommando. Ihr geht jetzt besser. Die Leute auf Uphrades brauchen uns. Hose und eine neue finde ich, du brauchst eigentlich gar nicht die nächsten zwei Wochen spielen, weil du heute noch Level 75 erreichst, so ungefähr. Nö, nee, glaube ich nicht. Ich weiß auch nicht mal, wie lange ich noch mache. 602 813, Angriff 39 3, Schnelligkeit Angriff 398, Angriff 397, Schnelligkeit 311, Präzision, Ausdauer 79, Ausdauer 8, 1, das kommt weg.
Was denn das hier? Nix. Ja, muss ich jetzt ernsthaft den ganzen Scheißweg zurückrennen? Ja, und? Also es ist echt ein relativ kurzer Weg so. Mist. Weitermachen, Kameraden. Im Normalfall müsste man bei jeder Kurve, wo diese Soldaten stehen, eigentlich immer rufen, ja, ich bin's, ich... dass wir irgendwie über den Haufen schießen. Was ist mit denen hier los? Los. Die ruhen sich einfach aus, die Schweinebacken. Das ist echt ungewohnt, so zu rennen in der Ego. Sieht man eigentlich das Lichtschwert? Nee. Schade. Ich habe die Daybreaker gerettet, General. Und ich habe die Sensoren-Logbücher von Angrals Angriff. Die Crew ist auf Uphrades gelandet, um eventuellen Überlebenden zu helfen. Dort sitzen sie jetzt fest. Wir holen sie irgendwie dort weg. Aber Angral hat jetzt erstmal Priorität. Sensoren-Logbücher werden übermittelt. Meine erste Analyse hat ergeben, dass der Verwüster eine ähnliche Schwachstelle besitzt wie der Planetenfänger. Durch ihren ungeheuren Energiebedarf muss die Waffe sehr lange aufgeladen werden, bevor man sie abfeuern kann. Das ist ein schwacher Trost. Angrals nächster Angriff wird sicherlich direkter ausfallen. Die gesamte Republik sollte in Alarmbereitschaft sein. Auf Coruscant muss ab sofort das Essen rationiert werden. Ich wende mich an den Galaktischen Senat. Jede Welt der Republik soll... Moment bitte. Da kommt wieder ein Notruf rein. Von Tython. Ich schalte uns dazu. Von Darth Angral angegriffen. Abfangjäger, starten jetzt. Angrals Schlachtkreuzer. Setzt Energiewaffe ein. Unsere Schiffe. Tythons Atmosphäre nicht verlassen. Sitzen in der Falle. Das erklärt, warum Angral Uphrades so schnell verlassen hat. Er hat sein nächstes Ziel schon vor Augen. Angral wird Tython genauso abfackeln wie Uphrades. Und damit zu Ende bringen, was er schon vor Jahren begonnen hat. Die Vernichtung der Jedi. Die Flotte der Republik befindet sich im Hyperraum. Bis wir sie nach Tython umleiten können, ist längst alles zu spät. Der Einsatz des Verwüsters braucht Zeit. Die Jedi sitzen auf Tython in der Falle, ihr aber nicht. Ihr könntet Angrals Schlachtkreuzer entern und die Waffe unschädlich machen, bevor er sie abfeuern kann. Ich schalte diese Waffe aus. Dann wird Darth Angral für seine Untaten büßen. Ich benutze die Sensoren-Logbücher, um die Schwachstelle des Verwüsters zu finden. Meldet euch hier, sobald ihr an Bord von Angrals Kriegsschiff seid. Möge die Macht mit euch sein. So. Machst du das heute noch, oder? Ja, das mache ich jetzt noch. Okay. Ach, 150 Credits, nee. Mit armen Sau. Na dann habt ihr ihn riesig. General, wir wurden zwar ein bisschen angesenkt, aber wir sind jetzt auf Angrals Schlachtkreuzer. Ja, ich wusste doch, ihr schafft das. Und jetzt macht diesen Sith unschädlich. So einfach ist das nicht. Die Sensoren-Logbücher von Angrals Schiff haben ergeben, dass er die Reaktoren des Kreuzers verstärkt hat. Den kleinen Trick habe ich ihm verraten, als sein Spion auf Taris mich verhörte. Die mit ihren verdammten Wahrheitsseeren und Gedankensonden.
Um den Verwüster lahmzulegen, müssen mindestens 3 abgeschirmte Reaktorrelais überladen werden. Das wird nicht einfach. General, Doktor, mein Team legt jetzt los. Wir werden Tython retten oder sterben. Sowas dürft ihr nicht mal denken. Wir werden sicher alle noch steinalt. Euer Signal wird schwächer. Möge die... Angral stört unsere Übertragung. Er ist hinter uns her. Danke für dein Vertrauen, T7. Nimm dich in Acht da draußen. Wo? Da ist der Ausgang. Ach, jetzt weiß ich, warum ich immer so viele Kartellmünzen habe. Ich krieg pro Monat 100 Stück wegen den Sicherheitstoken. Okay. Melden Sie Ihre Beschwerden. Ich habe keine Beschwerden, ich will nur Zeug verkaufen bei dir. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Zieh dein Lichtschwert. Ab geht's. Oh, was war das denn? Scheiße, habe ich nicht drauf geachtet. Okay, Sif, die mit Leuchtstäben kämpfen. Okay. Renne ich jetzt gerade richtig? Ja. Sag mal, Kira, bist du noch auf Schaden gestellt? Nee. Auf Heilen? Warum machst du so viel Damage? Holy shit. Aber noch ein paar Männer kicken rum, aber ich hoffe mal nicht, dass ich die gegen. Nee, gegen die muss ich nicht kämpfen, ich kann weiter. Gut. Yeah.
kotzt mich an, dass auch die Angriffe hier runtergestuft sind wieder, ey. Kann doch nicht sein. Ey, sonst würdest du doch jeden One hitten. Naja, richtig so. Es ist ein Lichtschwert. Wäre ja auch richtig so. Scheiße, ich hätte es ja anders machen sollen. Keine Sorge. Wie auf diesem Schiff bitte nicht bedrohlich ist. Nö, das stimmt. Was ist denn das da für eine Tür? Die leuchtet so seltsam. Ach, das ist die Brücke, da muss, darf ich noch gar nicht hin. Ich muss erst da lang. Wow, ich muss den ganzen Weg zurückrennen. Weil ich als erstes links anstatt rechts rum zu den zwei Pinöbeln gerannt bin. Achso, ich bin erst zu den zwei Pinöbeln. Aber hey, sammle ich noch ein paar XP. Ein bisschen Loot. Naja. Vor allem, ich habe erst Alpha kaputt gemacht. So wie es eigentlich auch Standard ist. Man fängt immer bei 1 an. Ach so. Ich hab einfach geschaut. Ah, da sind zwei auf der Kreuze. Ei, ei, ei. Hallo, hebst du Morph? Der war kaputt. Hier ist schon wieder so ein Popel-Droide. So schnell stirbt niemand.
Jetzt bin ich neugierig, was sich da hinter der Tür ver... Ach, das ist einfach nur der Durchgang ins nächste Teil. Okay. Okay, Lude. Wie würde Ned Flanders sagen? Okidokli. Sprich mit Darf Arschloch. Muss ich kurz mal dein Schema fixen. Dann bin ich gespannt, wie du da antwortest. Nö, ich geh direkt quatschen mit dem. Ihr werdet mir meinen Sieg nicht nehmen. Nicht jetzt. Zu viel habe ich dafür geopfert. Ich werde mich für den Tod meines Sohnes rächen. An euch und an allen Jedi. Thanis ist gestorben, weil er nicht aufgeben wollte. Macht nicht denselben Fehler. Aufgeben? Im Moment meines Triumphes? Das wäre ein Fehler. Ich habe diese Konfrontation vorausgesehen. Ich freue mich darauf. Heute leite ich eine neue Ära für die Sith ein. Eine Ära, in der die Jedi endlich ausgelöscht sind. Beendet es, Angral. Ich befehle es. Mit Vergnügen, mein Gebieter. Was? Was war das? Ich habe den Imperator gespürt. Ihr seid sein Kind. Seine Augen, seine Ohren, seine Waffe. Kommt, Kind, kämpft an meiner Seite. Dort gehört ihr hin. Eher springe ich nackt aus einer Luftschleuse. Ja, okay. Ist sehr verlockend gerade. Nee, kämpft gegen die Kontrolle des Imperators an. Erinnert euch daran, wer ihr seid. Ich spüre ihn in meinen Gedanken. Wir müssen das schnell beenden. Mich kannst du ganz wenn woanders spüren. Wenn ihr nicht dienen wollt, sterbt ihr. Oh Gott, für ich brauche eine Frau. Ich brauche eine Frau. So, und jetzt? Ich hab ein Essen bekommen, ernsthaft? Okay, Kira, was ist los? Die Antwort mit nackt aus der Luftschleuse finde ich schon ganz geil. Ja. Angral ist tot. Und dieser Schlachtkreuzer macht es auch nicht mehr lange. Wie enttäuschend. Angral war mir nützlich. Dieses Kind muss seinen Platz kennen. Genau wie ihr. Was auch immer ihr seid, ihr werdet nicht gewinnen. Ich sehe eure Zukunft. Eine Zukunft,
die ich nicht zulassen werde. Eine Zukunft, die hier endet. Ach, soll ich... Okay. Und weiter geht's ist. Ja, und jetzt? Dieses Kind ist noch nicht bereit. Schwach. Ich werde sie stark machen. Jetzt werdet ihr sterben. Selbst wenn mein Kind mit euch sterben muss. Nein, ich werde für euch nicht töten. Ich verliere die doch dann als Begleiter. Mann, ey, das ist scheiße. Muss er nur noch mit den Druiden für lieb nehmen. Nee, mit Altur, weil ich für den ordentliche Knarren habe. Aber nee. Nee. Komm, die zwei, die ist immer neutral. Ihr seid stärker als die dunkle Seite. Drängt ihn zurück. Ich helfe euch dabei. Das habt ihr bereits. Die dunkle Seite hat keine Macht über mich. Ich bin ein Jedi. Jetzt weiß ich, warum das Raumschiff immer so vibriert, wenn die in ihre Kabine geht und schläft. Ich bin endlich frei. Aha, Kira. Spezialfähigkeit Vibrator. Euer Leben gehört euch, Kira. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Dieses Schiff bricht gleich auseinander. Wir müssen von hier verschwinden. Hi, Justin. Es kommt kein Flirttext! Schnell stirbt niemand. Was? Nö. Pass mal auf, nö. Wenn hier kein Flirttext kommt. So. Dann machen wir das eben so. Gar nichts, ich töte jetzt die ganzen Imperialen, weil ich kein Flirttext hatte bei der. Nö, das sehe ich nicht ein. Ich will mit der Flirt. Mehr als in. Kannst du ja nicht. Doch. Ich will einen Nachfahren zeugen mit ihr. Der so stark in der Macht ist, der furzt und die Welten gehen unter. So. Ich bin vielleicht das so bei dem Sif. Also nein, nicht so, aber konnte, als ich Charakter bei der Sif-Seite war, irgendwas will, stoßte einen. Giftigen Dampf aus. Wie ist der? Der ist unsichtbar. Der so. Habe ich meinen Fuß ein bisschen abgelassen bei den Idioten hier. Lichtschwert einziehen. Ah. Sag mal, Lichtschwert einziehen. Wo muss ich denn jetzt hin? Gerade den Weg wieder zurück. Die Tür ist verschlossen. Ach, das ist ja gut so. Nee, ist gut so, ist gut so. Dann kann ich den kurzen Weg rennen. Dann wollte ich wieder lang gehen? Ja. Ich brauch Geld. Die Reisen nehme ich nämlich aus. Und du hast für die beiden Reisen jetzt 300 Credits gezahlt. Das ist viel zu viel! Vor allem, warum soll ich, wenn ich mit meinem eigenen Schiff fliege oder Bleib Credit. Drauf. Das ist scheißegal. Das ist nicht scheißegal. Ich kämpfe für die Republik, ich bin der mächtigste Jedi, die müssten mir den Treibstoff hinterherwerfen. Nö. Oh Gott! Ich wäre schon wieder Zeit für ein Päuschen, hab ich keinen Bock. Ich genieße die schöne Aussicht beim Schiff und warte auf dich. Aber pinkeln müsste ich tatsächlich mal. Der Macht sei Dank, ihr seid am Leben. Aber. Als ich sah, wie Angral Schlagkreuz explodierte, fürchtete ich das Schlimmste.
Schön, euch zu sehen, Meisterin Satil. Sind alle in Sicherheit da unten? In mehr allein. Jetzt schon. Dank euch. Bitte kommt zur Oberfläche und sucht mit eurem Padawan die Ratsgemächer auf. Es gibt viel zu bereden. Oh, Meisterin. Oh, natürlich komme ich zu euch. Gab's da wieder einen Flirttext? Nee, leider nicht. Ich guck, mit der kannst du auch nie flirten. Ja gut, auf die großen Meister. Wobei, es ist ja auch nur ein Nachfahren von einer Jedi-Meisterin. Was den Jedis ja eigentlich normalerweise untersagt ist. Ja. Irgendwie ist das absolut ungewohnt, den Ego zu spielen. Gut, ich mach ganz kurz ein Päuschen, ich muss aufs Klo und dann, ich sag mal, ich werde nur bis 21:15 ungefähr spielen. Bis gleich.